Wenn man komponieren will, braucht man eine Struktur. So wie ein Architekt, der ein Haus baut. Der überlegt sich ja auch vorher, wie viele Stockwerke er bauen will, ob es einen Keller gibt und so weiter. So ähnlich ist das auch bei der Musik. Dort gibt es viele verschiedene Formen, wie zum Beispiel die Sonate oder die Fuge und so weiter. Wie so etwas funktioniert, möchte ich euch gerne mal am Beispiel eines Rondos zeigen. Das besteht aus mehreren Teilen. Nennen wir sie mal ganz einfach A, B, C und D. Das hier ist Teil A. Das ist der Hauptteil oder so eine Art Refrain, meistens die eingängigste Melodie in einem Stück. Oder der Teil bei Popsongs, den man richtig gut mitsingen kann. Das Besondere an einem Rondo ist aber, dass nicht wie bei anderen Liedern immer gewechselt wird zwischen Strophe und einem Refrain, sondern dass nach einem Refrain ein anderer Teil kommt. Also nach A kommt B, dann kommt wieder A, dann kommt eben nicht wieder B, sondern C. Dann nochmal A und noch ein anderer Teil D. Das macht das Rondo sehr abwechslungsreich. So, jetzt aber alles zusammen. Das ist ein Rondo. Dann los, ans Komponieren!